aussieht, wenn er wegrennt. Steve! Ich versuche ihn zu blocken. Mann! Soll ich's mal? Achtung! Ja, von hinten. Moin, herzlich willkommen zurück zu Ark World. Beim Kampf um die Rare Sightings in den letzten paar Folgen haben wir einige Tiere verloren, die müssen wir jetzt mal ersetzen. Das heißt, wir brauchen neue Rexe und Indominus Rex. Wann baut ihr eine Gyrosphärenstation? Das machen wir mit der Gyrosphärenstation, das machen wir bei der nächsten Bausession. Die nächste Session wird ja wieder eine normale Session, die hier ist PvP-Session. Die nächste Session wird eine normale Session, da werden wieder ganz viele Rare Sightings auftauchen. Und danach gibt es wieder eine Bausession, da wollen wir uns, das habe ich auch tatsächlich mir vorgenommen, dann mal eine Gyrosphärenstation zu bauen. Das ist zwar eine riesige Ressourcenverschwendung, ich will es aber trotzdem einfach mal machen. Hier vor uns. Mhm. Was genau war das jetzt, ein Rex, ne? 140er Rex. Der da rechts? Der links. Der da, der grüne da? Ja. Dann warte, ich schieß Bates. Der rechts, der links, der grüne da. Ich hoffe, ich bin nicht nah genug dran. Ade da. Er hat gerade noch was anderes, was interessanter ist. Ah, jetzt hat er es, glaube ich. Er hat's. Dann versuche ich gleich mal mein Glück. Okay, sauber. Er kommt er hat, zu mir, glaube ich. Ja, er hat. Na, scheiße, da war ja was. Moment. Das war knapp. Ja, zählt. Mich die Meldung vom Bild zu Buffo gerade irritiert hat. Zählt. Stopp. Ja. Und füttern. Füdeln. Ich fütter den. Ich schmeiß hier einfach Baits hin. Oh Gott, er kriegt mir den Popo. Könnt ihr noch streicheln, ne? Denkt dran. Mhm. Gibt auch nochmal. Ist hier noch irgendwas Gefährliches? Ich weiß nicht, ob Zoss hier noch ist. Ja gut, wir sind innerhalb der Sichtweite unserer Parkmauer momentan. Wenn dann erwarte ich, dass das auch entsprechend berücksichtigt wird. Er ist schon bei 39%, es geht sehr schnell. Habt noch Matten, ne? Ja, ich hab noch. Müssen wir nicht mal irgendwelche Ziegen suchen, glaube ich. Gauzi mir dann jetzt. Ritzi, mach mal Linksklick-Attacke hintereinander, so oft du kannst. So oft ich kann. Ja, mach einfach. Ja. Meine Attack-Speed ist schneller, oder? Ja, es scheint so, ne? Ich finde, das ist halt original Raptor-Attack-Speed. Ja. Ich glaube, das haben die echt geändert, so ein bisschen. Das ist auch dezent nicht aus PvP. War denn das? Hier ist hier ein wilder Indominus hier hinten? Nee, nein, das war Shadow. Das war Shadow. Ritzi, lass uns mal eben hier gucken. Oder wohl, ich kann auch alleine gucken. Ich wollte auch mich ein bisschen kurz umsehen, ob hier irgendwas ist. 65% hat er. So, hier auf der anderen Seite von diesen Felsen, da war's was. Vielleicht sehen sie das Spinus. Kann sein. Bei uns spawnen ja mal regelmäßig welche auf der Insel. Hm. Zoss hat halt den Überzahlvorteil in den letzten paar Sessions gehabt. Immer, ja. Uns wir waren da ja auch, zu viele. Das war ja vorhin Ritzi und ich auf einem Rex gegen zwei Rexe und zwei Spinos. Mhm. Ja, die Spinos sind dann lustigerweise haben ist versucht auf mich zu gehen, also zumindest einer davon. War ja auch Level schlau. 90er Rex? War auch schlau, ja. Die sind dann mir nach, aber haben dann sehr schnell wieder abgedreht, weil sie sich wahrscheinlich neuer nicht sicher Rex. Waren, ob die Parkmauern in Sichtweite waren. Level 90 Rex. Ja, da ist ein 135er Giga direkt daneben, ne? Für den Giga nicht tamen, muss ich ehrlich sagen. Nicht? Naja. Na gut, haben wir zwei. Das ist ein Suchomi, muss 150 am Strand. Mann, wo geht der Rex jetzt hier hin, ey? Sollen wir den Rex mitnehmen wieder? Ja. Hast du noch einen Trophy? Ja, ich hab noch. Ich hab schon ein bisschen Angst hier, dass der mir hier irgendwo reinrennt jetzt. Ich hoffe, er nimmt die. Ah, der hat hier irgendwas gefunden. Ja, er hat sie. Auf was gilt hier eigentlich? Ich hab ihn. Schön, bring ihn in die Base. Du kannst eigentlich den gleich anfangen zu. Oh. Mann! Reiten, ne? Biber. Was meinst du jetzt mit Reiten? Du kannst eigentlich den gleich anfangen zu reiten und zu besatteln und für die Level. Geschlecht ist mir da egal. Ist die Frage, packt das Dingens alleine? Außer Ultima. Naja, die anderen haben sich, glaube ich, nie gewehrt, oder?
Wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Warte, wir haben doch jetzt auch noch einen neuen Rex. Dann kann der sich gleich mal beweisen. Stimmt. Ich würde gerne mal ganz kurz hier kurz meinem Dino hier helfen. Das muss sein, sorry. So viel Zeit muss sein. Warte mal. Und noch einen Rex Level 140. In der Base. Ja, ich kann mich um den Rex auf jeden Fall schon mal kümmern. Dann, tu das. Ja, steht er da drauf. Unterwegs, wo ist er? Da am Strand, der? Ja. Ist nur ein Rex momentan in der Base. 140, sehr gut. Okay, das ist komisch. Sind er dir her? Nee, ne? Doch. Doch. Renn weg. Bin ja schneller. Als alles. Ich nehme einfach mal so ein Bait hin. Ja, den hat er schon. Der wird wieder brüllen wahrscheinlich. Dingens. Auf Movement Speed jetzt ein bisschen. Komm ich da raus, wenn ich rückwärts gehe? Nein, komm ich nicht raus. Sind sie auf passiv? Hä, warum sind sie dann da hingelaufen? Nein, ich will nicht aus dem Inventar zu greifen. Ich habe ihn genau richtig abgelenkt. Seid ihr jetzt... beim Rex schon. Beim Rex? Du setzt dich jetzt bitte auf den anderen Rex und dann können wir gleich den Indominus machen. Mit Rex und Bowser. Hab ihn. Okay. Gut. Müssen wir unsere Tore zumachen irgendwann. Sind alle Tore offen. Ja, warum? Ah, da seid ihr. Vielleicht kommt ein Babyzilla durch, aber der kann genauso gut uns bauen. Die Hauptdings habe ich auch zugemacht vorhin. 2600 Team, das ist auch, ja, ist da nichts mehr. Obwohl, das habe ich heute auch schon ein paar Mal gesagt. Aha. ja. Ich würde noch schnell anfangen, den Indominus zu tamen, dass wir beide gleichzeitig tamen. Ja. Wir müssen aufpassen, wenn der Indominus uns Schaden macht. Es kann sein, dass der Rex helfen will, ne? Okay. Wie weit ist der denn, der Rex? Der ist jetzt 57%. Ich weiß nicht, ob das hinkommt. Der Indominus. Ich. Ja, denk dran, wir haben noch Nachspielzeit. Bei Lea ist übrigens das Internet weg. Ach so. Also, die haben seit 2 Stunden kein Internet. Das ist ja heute echt so, geht alles schief irgendwie, ne? Ja, das ist schon aufopferungsvoll, dass sie dann mit Internet flat den Stream guckt. Ist auf jeden Fall krass, was heute wieder alles so nicht funktioniert. Habt ihr noch Mattenbaits? Ich hab noch 3. Soll ich's verfüttern? Nee, für den Indominus meine ich halt. Ich hab nur noch 3 Stück. Ich hab jetzt auch noch 3. Da hab ich noch welche am Pfeil. Ich hab noch welche am Pfeil. Die kann ich zur Not hinschießen dann. Sind eh besser. Die nehmen sie ja dann auch. Ich hab ihn fast. Der Beizebufo wurde jetzt entfernt. Ja, ich wurde im Chat gerade geschrieben auch, dass das gemacht wird. Ich wette, Lone Star wird noch eine machen. Vor Ende. Da müssen wir uns schon jetzt, attempted. Da müssen wir uns dann jetzt entscheiden. Glacialisaurus wird gelöscht. Okay. Sind wir mal gespannt, welche bleibt. Wenn es zu weit weg ist, dann lohnt es sich fast nicht runterzufahren oder so. Jurassic Park Triceratops bei 85, 65. Das ist ganz unten rechts. Was? Ah, okay. Ja, Rex ist fertig. Das ist ganz unten rechts. Ja, der bleibt da. Es kann jetzt allerdings auch sein, dass Lonza das jetzt so macht, damit sich das ausgleicht mit dem gerade eben. Also mit dem, der da so ein bisschen weiter links war. Weiß ich nicht. So, ich stelle den Rex hier ab. Weil die Mitte zu treffen ist mit diesen Versidings halt auch nicht so einfach, muss man natürlich dazu sagen. Ne? Ja, es ist halt wirklich ganz unten, ne? Ja, das stimmt. Aber ich dachte halt, mittig ist so. Aber wir holen uns die jetzt oder holen wir uns die nicht? Das ist viel zu weit weg, das lohnt sich nicht für uns dahin zu fahren. Wir holen den Indominus. Wir holen den Indominus, okay. Ja, der ist wichtiger als die Resighting. Vor allem, bis wir da sind, ist er sowieso schon wieder gezähmt. Das stimmt, ja. So, bist du Indominus? Ja, wo ist er denn? Auf der Landzunge, andere Seite vom Park. Ich folge einfach Shadow. Folgt dem großen weißen Blitz. Folgt dem Flash. Wie der Sattel vor allem auch so grau ist.
Ja, das ist ja der Stealth-Sattel. Das ist der Grund, warum er Stealth ist. Damit der Sattel nicht so auffällt, meinst du? Ja. Das bringt auch sehr viel. Da vorne. Das ich hab Petris gerade, ne? Du hast Petris? Weil er jetzt wegfliegt. Ja, er kommt aber wieder. Er kommt, er macht eine Barrel Roll. Do a Barrel Roll. Müssen hier, glaube ich, erstmal aufräumen, oder? Aber, ja. Räumt am besten erstmal auf, sicher. Ich hab einen Monitor. Ich erinnere mich, wisst ihr noch, wie wir den anderen. Nee, warte mal. Ich dachte gerade, ich würde mich erinnern, dass wir den anderen Indominus getamed haben und dass der so ultra wenig Base Leben hätte, aber das war ein Giga, glaube ich. Sieht er den? Ja, er hat ihn gesehen. Den Level-Ups ich gerade kriege. Ja, klar. Habe ich 300 Damage beim Bowser. Oh, er hat. Gib die ihm. Du auch, Spielwehr. Na, also, ja, stimmt. Natürlich. Aber der ist wieder zu feige, glaube ich. Ja, die wehren sich irgendwie nicht so. Ich geh mal nicht ran, weil wenn wir dann einmal zu viel zubeißen, du weißt, wie das ist, ne? Ja, ich versuche jetzt erstmal mein Glück. Ja, was heißt denn Glück? Das. Hey! Will er dich jetzt in den Popo beißen? Oh, Vorsicht. Er will nicht. Er rennt weg. Wie er aussieht, wenn er wegrennt. Bleib stehen! Hilfe! Ich versuche ihn zu blocken. Mann! Soll ich's mal? Achtung! Ja, von hinten wieder, ja? Ja, so sind sie. Weißt du, bei mir beschweren, wenn ich ihn von hinten beiße, aber selber mal. Achtung, stopp. Hab schon. Ja, schön. So, Matten. Da, bitteschön, nimm Fleisch. Ruftata. Ich habe Matten. Ich habe Matten. Ich gehe mich mal weiter um. Ich habe Matten, bequeme Matten habe ich. Nimm die Matten. Oh, der hat schon direkt 38%. Nächster Rex, Level 15. Die Nullkumpel. Den Joke bringt man auch schon seitdem es Ark gibt, oder? Ja, ne? Auf den letzten Drücker. Zum Glück für dich gibt es 15 Minuten Nachspielzeit. Ja. Ja, das muss ja beim Fußball auch so sein. Da haben sich auch schon Spiele entschieden in der Nachspielzeit, ne? Hat man ja bei der nicht WM wenig. Auch gesehen, ja. Nicht wenig. Wir haben jetzt dann nochmal einen weiblichen Indominus, ne? Ja. Aber da Breen eh nicht viel bringt. Ich hätte dann Ei liegen lassen, aber ich will es jetzt nicht unbedingt aufnehmen. Oder ist das von uns? Als hier hinten liegt. Weiß ich nicht. Muss es mir angucken. Brauchen wir sowieso nicht. Was ist denn jetzt bei mir? Er läuft. Von dem Indominus Rex 45 liegt das hier. Ja, das war der vorher da war, den ich gefressen habe. Achso, ich nehm's trotzdem nicht mit. Mach. Komm, schau, lass dich feeden. Ich hab noch zwei Rare Muttons. Mama. Was passiert eigentlich, wenn ich jemanden snipe, der irgendwo steht und später stellt sich raus, der stand in der Nähe von der Parkmauer? Ich hab dann ja keine Parkmauer gesehen. Das hab ich mich vorhin tatsächlich auch gefragt. Fällt mir gerade so ein. Also es zählt immer, was der Angreifer sieht, das haben wir ja schon gesagt. Okay, wenn der Angreifer, würde ich sagen... stelle ich mich demnächst... Oder nee, Moment, halt! Wie machen wir... Ja stimmt, wie ist das? Haben wir das gesagt, dass es zählt, was der Angreifer sieht? Das müssen wir gleich nochmal klären. Ich weiß es nicht mehr. Ich meine, dass ich das noch nicht gehört habe, aber kann mich auch irren. Weiß es nicht, müssen wir mal fragen. Gelassen. Im Zweifel muss es Lone Star entscheiden, wie das gemacht wird, ne? Lone Star hat dann die Entscheidungsgewalt. Mhm. Wenn Lone Star sagt... Er ist gegen uns. Ja, das sowieso. Nein, Lone Star ist vollkommen unparteiisch. Und jeder, der was anderes behauptet, der wird gepeint. So, der Indominus ist fertig. Sehr schön. Ich kann auch gleich hochbringen. Ja. Hinten ist ein Raptor. Wunderschön. Da haben wir doch unsere Verluste auch wieder halbwegs reingeholt. Ich will mir jetzt mal die Raptoren hinten angucken. Mein Rex hat Level-Ups gekriegt. Ich gehe mal direkt 20.000 Leben, so. Ein bisschen Mülle-Damage. Wie viel Leben soll ich dem Rex skillen? 30.000? Keine Ahnung. Also der eine Rexy hatte 20.000, ne? Mach mal 30. Der hat jetzt auch 20, dann mache ich das auf 30, genau. Dann ist noch ein Rex. 140er. Ja, direkt weiter. Haben wir den noch? Stark, klar. 15 Minuten haben wir noch, oder? Habt ihr noch Baits? Ja, ich habe auf jeden Fall noch einen
Ding. Wir machen gerade nur die Raptoren hier ein bisschen Sorgen. Wenn ich jetzt absteige, dann gehen die auch auf mich los. Warte, ich kann mit dem Indominus zu Hilfe kommen. Ich kann auch nochmal mitkommen, theoretisch. Weil ich könnte die einfach fressen jetzt. Er hat gebrüllt, er hat euch nicht erwischt. Nee, gerade noch raus. Aha. Den wollen wir jetzt zähmen, oder habe ich das richtig verstanden? Okay, warte. Du sollst weg. Hast du noch eine Trophy Bait? Ich hab den gerade eine hingeschossen. Aber der ist halt noch aggro, oder? Er nimmt sie jetzt, das könnte sein. Rex, ist ja, ich glaube, du wirfst sie auf your battle. Ja. Na dann, du kannst ja auch drauf. Ja, mach ich. Mach du mal. Auf was soll ich eigentlich den Ulti mal hier noch skillen? Oh, wie viel HP hat er? 20.000. Ach, mehr. 20.000 ist ein bisschen wenig. Okay, er hat. Ich habe aber keine Mattenbaits mehr, ne? Ich habe noch welche am Pfeil. Dann die jetzt einfach schießt dahin. Die dem einfach hin, genau. Und einen habe ich auch noch so. Zum Verfüttern, wenn er was will. Wenn er mal endlich die Armbrust laden würde. Da guckt er hin. Was zu essen? Du musst noch mehr Indominus Dettel craften. Oder Ritzi kann es ja auch mittlerweile. Ja, ich komme. Ich komme zurück. Ritzi, du machst das ja hier, ne? Ja. Ja gut, dann haben wir jetzt unsere Verluste wirklich reingeholt wieder, wenn wir den jetzt locker noch kriegen. Ja. Da ist halt der wir haben Vorteil, halt nur keinen Ersatz Indoraptor, aber sonst haben wir alles wieder locker reinbekommen. Gut, der Indoraptor war jetzt auch halt so schnell, wie der tot ja, war. Ja, bei den Trikes halt, ne? Wir wissen jetzt nicht, wie er bei den anderen so wäre. Leider. Okay, Papa, was war jetzt gesagt? Genau, Indominus hatte. Schauen wir mal. Metall. Hide habe ich jetzt hier halt nicht. Hier ist doch bestimmt eine Hide-Kiste. Bauteile, Sättel, Ra. Du kannst Hide pullen. Ah ja, gut. Das ist vor allem wieder ein männlicher Rex, ne? Wir können mal vielleicht noch schnell Eier dann machen, wenn er fertig ist. Oder wir weiß nicht, was wir auf jeden Fall haben. Also wir haben auf jeden Fall einen falschen. Wir können ja mal gucken, was die für Werte dann haben. Ich habe keine Ahnung, ich schreibe die auch nicht mehr auf, muss ich sagen. Mhm. Naja, die jetzigen Werte haben wir sowieso nie irgendwie gelevelt, so. Zumindest nicht viel. Was war denn jetzt hier? Hier ist frei. Hier. Also Indominus Rex Sattel jetzt, ne? Ja. Okay. So, einer ist fertig. Ich mach gleich noch einen. Ja, mach mal. Rex ist auch bald durch. Ich bin auch bald durch. Das sind wir sowieso alle. Achso, der kann ja noch kein Inventar haben, stimmt. Noch was Interessantes zum Zähmen haben wir nicht, ne? Mir ist nichts aufgefallen, und sagen wir es so. Noch ein bisschen rumrennen. Hab jetzt zwei Sättel gemacht. Gib dem hier schon mal einen. Ja, kannst mit dem dann direkt losziehen. Bisschen leveln noch. Ich leg erstmal noch die Ressourcen weg. Los. Ja, nimm das Fleisch. Fertig. Schön. Oder 3900 Stamina. Ich glaube, das ist relativ viel. Ich meine, dass der andere, so der Indomina, schon ein bisschen mehr hat. Irgendwie ja, 4000. Aber, ne, für einen Rex halt. Ach so, okay. So. Okay, also. 13.000 Standardleben hatte er. Und Löffel. Jetzt komm her! Was ist denn los? Beweg dich! Hallo? Wie dieser Stealth-Sattel einfach aussieht, ey. Der Rex will sich nicht bewegen. Als wenn er so eine Billo-Textur einfach gekriegt hat. Oder gar keine. Okay. Oder so. Ich mach mir jetzt Spaß und zwar. Lol, ich sehe den Sattel immer noch, wenn ich mich unsichtbar mache. Egal. Ja, das ist das Problem. Also so viel zum Thema, macht man einen Stealth-Sattel für euren Indominus Rex? Das Stealth vom Indominus bringt dir generell nichts. Ja.
Davon mal abgesehen. Muss man alles hier hochschleppen? Haben wir da oben überhaupt noch Platz? Nee, wenig. Jetzt sollten wir untenrum mal einen riesigen Zaun sehen oder so. Oder endlich mal Gehege bauen mehr. Das mit der Sichtbarkeit ist einfach zu vage. Muss ja nicht mal die echte Sichtbarkeit sein. Einfach eine klar definierte Grenze für PvP, über die man auch nicht drüber schießen darf. Ja, definier doch mal eine klar definierte Grenze. Dann sprechen wir uns wieder. Ja, geschrieben wurde, man soll alles abstecken mit Fackeln, wo man die Parkmauern sehen könnte. Wie man es macht, es ist egal, kann ich an der Stelle schon mal sagen, wie man es macht. Es wird nie 100%ig korrekt sein, wenn man selber irgendwelche Grenzen definiert oder Sichtweiten, oder hast du nicht gesehen. Die Parkmauern wurden deshalb ausgewählt, weil das für alle gleich ist, wenn die zu sehen sind. Ja, jeder sieht die ab der gleichen Distanz, egal wie hoch die Einstellungen sind. Deswegen ist es für den Spectator und für die Spieler halbwegs nachvollziehbar. Es ist halt eben nur strittig bei manchen Situationen. Das ist aber normal. Das ist bei allen Definitionen und Regeln so, egal wie man es macht. Es ist immer strittig. Es gibt nie eine 100%ige Sicherheit bei sowas. Ist einfach so. Ja, wer 100%ige Sicherheit will, muss sich, weiß nicht, auf ein Klo einschließen. Und selbst dann kommt der T-Rex und frisst dich. Bisher hat man mit der Regelung noch keine Probleme. Heute kam es ja auch erst zum ersten Mal dazu, dass wir in der Nähe der Parkmauern mal PvP hatten. Eine ansatzweise PvP-Situation. Insofern sehe ich jetzt noch kein Problem bei dem System, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir müssen erstmal so eine extrem streitige Situation haben. Und dann hat auch immer Lone Star das letzte Wort in dieser Situation, ne? Egal, was wir jetzt davon halten oder die Zuschauer davon halten. Lone Star ist Schiedsrichter, ist genau wie beim Fußball. Wenn der Schiedsrichter ein Abseits sieht, dann ist das ein Abseits. Ist egal, was die Zuschauer, die Stadionbesucher, der Moderator oder Hans Kuck in die Luft sieht. Der Videoassistent sieht. Ja gut, Videoassistent ist noch was anderes beim Fußball jetzt, das stimmt. Bei der WM gab es doch beim Kroatien-Spiel auch so eine strittige Entscheidung von dem Schiedsrichter, der auch nochmal in die Videoassistenz... Dem einen Kroatien-Spiel? Ja, weiß ich nicht. War das nicht... Was war denn das nochmal für eine Situation? Da ging es um den Elfmeter mit dem Handspiel, ne? Weiß es nicht. Das hat er sich doch auch 10.000 Mal nochmal angeguckt im Replay und hat dann entschieden auf Elfmeter und alle haben gesagt, das ist doch Bullshit. Also selbst damit, ne? Selbst damit ist es nicht klar zu entscheiden, ne? Muss man dazu auch mal sagen an der Stelle. Selbst mit Hilfsmitteln geht es nicht klar zu entscheiden. Am Ende hat der Schiedsrichter das letzte Wort und klar kann man die Entscheidung dann anzweifeln, aber die Entscheidung steht dann, ne? Das Problem ist nämlich auch, je aufwendiger... Wie aufwendiger man so eine Lösung macht. Die anderen schon entstinkst. Ich weiß nicht, welches nochmal waren. Er hier war's. Ja. Die arme blutige Sau. Die arme blutige Sau, was? Heißt da so ein Tier so, ja? Die arme blutige Sau. Nein, aber ich kann sie gerne. Ja. Den nennen wir. Aber das ist ein Weibchen. Ja, ist egal. Ja, die Sau ist doch Weibchen. Glaube ich noch. Wo ist das Problem? Die arme blutige Sau. Ja, von mir aus können wir sie umbenennen. 90% hast du es geschafft. Passt doch. Gott sei Dank, ey, mir fällt der Finger gleich ab. Der Punkt ist halt auch bei den Sachen mit Regeln und so, je komplizierter man es macht, desto schwieriger wird es dann auch wieder mit der Durchsetzung. Ne? Ist auch wieder der andere Punkt. Disabled und disabled. So. Alle Eier essen. Danke. Da kam die Frage, ob Rare Sightings mit normalen Tieren verpaart werden können. Gute Frage. Ich denke mal, ja, das müsste eigentlich gehen. Lass ja, dann machen, können oder? Wir unsere Gigas verpaaren. Und unseren Rexer. Oder wir haben auch Rex. Doch, ja, doch, ja. Ja, doch. Ja, wir haben jetzt doch die Weibchen hier, am aber Ende das ist ein Weibchen da oben. Können wir's, wir können es gerne ausprobieren, wie gesagt. Ja, doch, können wir. Ja, doch, können, doch. Warum ist denn hier rohes Fleisch im Kühlschrank? Das macht doch gar keinen Sinn. Weiß ich nicht. Und auch, da musst du die Leute fragen, die die Hoheit über den Kühlschrank haben. Die ich bin was schon ist so mit weich dem Kühlschrank? Getroffen. Warum ist da rohes Fleisch drin? Weil ich alles aus dem Dingens ins Dingens gepackt also, habe. Also faul, also. Aha, so sieht das aus. Ihr könnt das auch faul? Alles... Weißt du, was mir gerade einfällt? Ich hab's nicht mal gepult. Ich hab's rübergetragen. Haha, sehr gut. Also, Scheiße. Flamed sie, Chat, los. Nein, keiner wird hier geflamed. Und Ritzi schon gar nicht, ist die ist ja mit die fleißigste von allen. Was? Ja, war natürlich eine Spaß. Ritzi ist ja du bist ja die fleißigste von allen überhaupt hier. Ich weiß nicht, vor allem am Anfang bin ich im Kreis gelaufen.
Also du bist fast immer da gewesen jetzt. Also, so was, ein heißt, Kreis, du bist, was heißt fast? Ach so, meinst du von den Sessions her? Ja, du bist immer da gewesen und ne, du hast immer, du machst immer sinnvolle Dinge insofern. In Roger sind noch Matten drin. Ich hab vergessen. In Roger sind noch Matten drin. Ja, vergesst, dass ich dem noch welche verpasst habe, weil hier alles voll war. Es ist jetzt Viertel nach. Es ist Viertel nach? Okay, dann sollten wir mal... Park ich noch schnell oben. Das sind die letzten Dinge, die jetzt hier noch passieren werden. Und dann getan werden, getun, tun. Getan, getun werden. Getuten, und dann mache ich noch eine Abmoderation. Genau. Genau das. Tuten wir, tun und tuten, tuten, kaputen, tuten. Tuten. Der Ziegen, der und dann gibt es noch, wie gesagt, die Abschlussbesprechung, ne? So, jetzt, ich park mich jetzt hier bei den Rex-Popos. Achso, wir müssen, oh, warte, ich suche mir jetzt was? Einen der Rexe aus, der noch nicht so gelevelt ist, und jetzt gehen wir bitte auf Movement Speed. Ja, ein 209er, glaube ich, der ist noch nicht gelevelt, wenn einer ist, oder so. 210. Ja. So, meine lieben Freunde, ich mache jetzt hier den Abschluss auf jeden Fall schon mal. Ich bedanke mich an der Stelle schon mal bei allen, die dabei waren, bei Rizari, bei Shadow, ich bedanke mich bei Lone Star für Spectaten und für den Schiedsrichter... Ja, den er gemacht hat. Ich bedanke mich auch bei allen Tribes, die mitgemacht haben. Wir sind am Ende von dieser Session Nummer 10 angekommen. Es ist der Wahnsinn. Es war heute wieder wahnsinnig spannend, diese PvP-Session. Beim nächsten Mal, Session 11, wird wieder eine normale Session mit ganz vielen Rare Sightings werden. Und warum habt ihr jetzt Oha gesagt? Das war close, weil der Rare Sighting gerade gezähmt wurde. Okay, Server sollte jeden Moment runterfahren, genau. Dann würde ich sagen, jetzt kommt noch der Abschlusstalk und wir sind dann jetzt an der Stelle raus. Schaut auch gerne nochmal in die Videobeschreibung, in die anderen Videos, die hier an der Stelle verlinkt sind, und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Session. Bis dann, ciao, ciao. Hörst du auf mich zu schlagen? Lässt du das? Ciao, ciao. Tschüss.